So, dann würde ich mal sagen, ab nach Undwig, ab ins Boot. Auf geht die Reise. So. Es hat schon was für sich, so ein Open World, so ein Open World Rollenspiel. Mit so einer genialen Grafik und so vielen Möglichkeiten. Es ist einfach das Spiel des Jahres, meiner Meinung nach. So, hier haben wir was, ein Schmugglerversteck. Da werde ich garantiert nicht vorbeisegeln. Da werde ich mal anhalten und schauen, was es da zu holen gibt. Und da gibt es nämlich immer saugute Sachen drin. So, ich habe diesen Waffenrock bekommen. Kann man ja mal angucken, wie er aussieht. Oh Gott, grausam. Richtig grausam. Also ich mag's nicht. Ich bevorzuge immer noch die Nilfgaardisch-Rüstung, auch wenn sie 20 Punkte schlechter ist. Ich meine, wir spielen hier auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad. Ich will nichts beweisen in diesem Let's Play. Es geht mir rund um die Story. Es geht um die Story des Buches. Und nicht darum, wie schwer die Monster sind und zu zeigen, wie toll ich das Spiel beherrsche. Deswegen spiele ich einfach nur die Story. Und da brauche ich auch nicht wirklich die gute, beste Rüstung. Auch wenn sie schick... Ja, sie war nicht schlecht, aber... Ich bevorzuge einfach schön aussehende Rüstungen im gleichen Rüstungsset, auch wenn ich jetzt andere Stiefel trage, aber die passen ja wenigstens dazu. Und andere Handschuhe. Später werde ich mir ja so oder so in Kaer Morhen die Wolfsrüstung holen, die ich bis jetzt noch gar nicht gesehen habe. Und schauen, wie die aussieht. Das neue DLC mal austesten. Gibt bestimmt schon Bilder im Internet, habe aber bis jetzt noch nicht danach geguckt. Und bis ich die Folge, die ihr jetzt gerade seht, hochgeladen habe, sind bestimmt schon 250.000 neue DLCs, vor allem kostenlos, rausgekommen. Weil ich lade ja momentan, wie ihr seht, wie ein Weltmeister hoch. Einfach um es so schnell wie möglich hochzuladen. Jetzt mal, klar, es ist natürlich besser, wenn ich jeden Tag eine Folge hochlade, dann sonst kommt ihr natürlich nicht nach. Und dennoch, ich bin ja bald wieder weg, 4 Wochen lang. Die Folgen, die ich nicht schaffe, hier hochzuladen, die werde ich dann in Stuttgart hochladen. Mit dem räudigsten WLAN, das ich dann wahrscheinlich dort haben werde. Aber ich werde mein Bestes tun. Es dennoch hochzuladen. Und dann vollständig. Weil es werden schon einige Folgen mehr sein, als ich gedacht habe. Da ich auch viele Nebenquests mache, etc. So, wir sind auf Undwig. Auf der Insel ist keine Sterbensseele. So, ich weiß gerade im Ernst nicht, wo ich lang gehe. Scheint auch nicht wirklich richtig zu sein, aber egal. Das soll ja nicht immer die vorhergesehensten Wege gehen. Da oben bin ich sonst über diese Holzbrücke gegangen. Letztendlich gibt es hier für mich auch die Möglichkeit. So. Sicher, dass ich wieder da lang muss? Ja, anscheinend. Oh Gott, habt ihr das Gesicht gesehen? Das nicht fertig geladene, richtig schlecht verpixelte Gesicht.
Mein Bart wächst ganz schön schnell. Auch in Real Life. Echt beängstigend. Das Real Life Geralt von Riva. Nach meiner kleinen Hütte, dort kenne ich mich aus. Nach meinem Paar mit der Pfeife, meinen Jungs auf der Streif. Nach meinem Bett, worin liegt mein Bett? Ich bin mit den Kräften und atme Stoff. Ich reiß mich aus, die letzte Kraft mir entlockt. Rechte Zeit, höchste Zeit, nicht den Kurs auf zu Haus. Auf meine kleine Hütte. Dort kenne ich mich aus. Ich kenne das Lied. Was machst du hier? Schaut, Männer. Noch einer. Und so oft habe ich ihnen gesagt. Was redest du da, Wilfred? Ja, recht hast du. Lernen's wohl nie. Der hier hat wenigstens ein Lied gehört, bevor er krepiert. Ich suche Hjalmar Ancret. Er soll mit einigen Männern auf diese Insel gekommen sein. Er wollte den Riesen töten. Oh ja, hab ihn gesehen. Wilmar auch. Sicher, dass er es war? Wilmar hat Adleraugen. Sie standen genau da, wo du jetzt stehst. Sahen armselig aus. Leif der Rote, Folan, Vigi. Unter uns, der Junge tickt nicht ganz richtig. Oh, der junge Ancret war auch dabei. Haben Sie gesagt, wo Sie hinwollen? Haben Sie, Wilma? Oh ja, wollten Ihr Lager beim alten Wachturm aufschlagen. Nicht zu übersehen. Steht mitten in einem Tal und bewacht einen Scheiß. Ich versuche wiederzukommen, wenn ich Hjalmar gefunden habe. Du scheinst dir deiner Sache sehr sicher zu sein. Kannst du nicht auch den Riesen töten, wenn du schon dabei bist? Ganz allein? Sie sind alle gleich, nicht wahr, Wilhelm? Halten sich alle für unsterblich. Ich muss gehen. Bis dann. Oh, wenn du wirklich zurückkommst, würdest du mir einen richtig guten Faden mitbringen? Gibt's bestimmt im Dorf. Und Nägel. Wir haben kaum noch Nägel. Kannst du dir das merken? Nägel und Faden. Ich merk's mir. Ich werde dir einen Scheißtrick besorgen. Oh, falsch. Steck die Waffe weg. Na bitte, geht doch. Oh, da steht eine Truhe. Gib mir... Lol, da war ja sogar lustigerweise ein richtiges Schwert drin. Was? Und es ist... Oh Gott, wie schlecht das ist. Naja gut, das kann man verkaufen. Also von daher... Doch, kein so ganz schlechter Fang. Aber was ist das? Ein Necker. Hallo, Necker. Irgendwie sehen die anders aus. Ach, jede Menge grüne Mutagene, die bringen mir so viel wie einfach mal überhaupt nichts. Ha, ja, ja. Hjalmars Lager. Sie wurden angegriffen. Gebrochener Rücken. Als ob er aus großer Höhe gestürzt wäre. Hat viele Wunden. Muss lange gekämpft haben. Hier sind zwei Leute durchgekommen. Einzeln. Diese Spuren sind älter. Jemand hat das Lager vor dem Angriff verlassen. Dann followen wir einfach mal den Fußspuren. Da geht's hoch. Ist direkt im Bau eines Neckers gelandet, hat ihn aber erledigt. Ganz schön zäh, die Skelliger. Ja, die Skelliger.
seine Pfeile liegen lassen. Necker haben den Verfolger aufgehalten. Ist hier entlang. Der Bogenschütze wollte ihn töten. Ich frag mich, warum. Noch eine Spur. Wurde schwer getroffen. Hat viel Blut verloren. Hat sicher nicht viel weiter gehen können. Der Bogenschütze hat ihn eingeholt. Und wo ist dieser Bogenschütze hin? In die Höhle. Sie haben ihn in die Höhle gezogen. Ich frag mich, ob er noch lebt. Oh Mann. Das ist ganz schön klug. Ah, die sind schon ganz schöne Brocken, diese Trolle. Was? Ja, kochen. Hey, du da! Hilf mir! Bin das Wasser befreit! Schnauze! Ich brauche den Mann. Nein, wir bekommen Mensch von mir Hilf. Ich Rätsel lösen. Du magst Rätsel? Spielen wir doch um ihn. Gewinne ich, nehme ich ihn mit. Verliere ich, springe ich zu ihm in den Topf. Gut, gut, gut. Nicht blubbern. Erstes Rätsel. Viel essen, viel trinken. Groß er ist. Schritt groß, Schlag groß. Ein Troll, natürlich. Gut, Troll. Jetzt du fang. Ich bin leicht wie eine Feder, aber nicht mal ein Troll kann mich lange halten. Ich hab fair gewonnen. Rätseldumm. Feder. Troll nicht halten. Nicht Bibi. Also mich würde ja interessieren, was es war. Ja, ich schaff's schon. Verschwinden wir von hier. Ja. Alles in Ordnung? Ich gehe nie mehr in eine Sauna, aber sonst geht's mir gut.
Du hast mich gerettet. Wie kann ich dir danken? Ich suche Chalmar. Chalmar? Würde ich auch gern wissen. Er und der Rest der Mannschaft. Es muss was passiert sein. Sonst hätte er nach mir gesucht, als ich in jener Nacht verschwand. Ganz bestimmt. Warte mal. Warum suchst du Chalmar? Hast du eine Idee, wo Chalmar den Riesen vermutet haben könnte? Wir haben erfahren, wo er haust. In den Höhlen oberhalb des Dorfs. Chalmar hat entschieden, dass wir am besten über den See fahren. Vigi, der Spinner, hat steif und fest behauptet, er wüsste einen besseren Weg. Durch die Minen. Aber keiner von uns wollte in eine Monstergrube steigen. Tja. Krach hat mich geschickt, um Chalmar zu finden. Auf Artskellig soll ein neuer König gewählt werden. Alle warten auf die Rückkehr des Jungen an Kret. Dann hat's schon angefangen. Chalmar, Herrscher der ganzen Skelligen. Denkst du, er ist nicht der Richtige? Chalmar ist unverantwortlich, stur und hört auf niemanden. Aber er ist ein geborener Anführer. Wir sind Freunde, seit wir Kinder waren. Er, Ceres und ich. Ceres erhebt ebenfalls Anspruch auf den Thron. Ceres? Aber sie... Nun, sie ist... Wie der Vater, so die Tochter. Was ist mit Krach? Hat er sie bestärkt? Hat er sie in ein blödsinniges Abenteuer geschickt? War nicht begeistert. Besonders weil Ceres los ist, ohne ihm ein Wort zu sagen. Mir auch nicht. Wo ist sie hin? Hat sie jemanden mitgenommen? Spikerup. Und nein, niemanden. Sie ist allein los. Verflucht nochmal. Wenn ich einmal nur... Ist sie wieder zurück? Weißt du das? Sie war noch nicht zurück, als ich Artskellig verließ. Wie bist du von den anderen getrennt worden? Hab Nachtwache gehalten und gesehen, wie Egner von Faro Chalmars Hornwalhorn gestohlen hat, mit dem man die Sirenen vertreiben kann. Der Kerl ist davongeschlichen und ich bin ihm nach. Keine Ahnung, was in diesen Idioten gefahren ist. Hab Chalmar gewarnt, dass er ihn nicht mitnehmen soll. Mindestens 1000 Mal! Und? Hast du ihn eingeholt? Ja, in dieser Höhle. Der Bastard hat so laut geschrien, dass er die Trolle angelockt hat. Dachte schon, die Biester fressen mich gleich auf. Haben mich aber nur in eine Marinade getunkt. Meinten, ich wäre heute reif. Wäre mein sicheres Ende gewesen ohne dich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich wissen muss. Mach's gut. Warte, ich komm mit. Zum Glück haben die Trolle meinen Bogen nicht als Anmachholz benutzt. Gut, gehen wir. Oh, hier ist übrigens das Horn. Ist ganz nützlich, wenn man wirklich Sirenen vertreiben will. So, wie gehen wir am besten dorthin? Oh, wenn man geradeaus gehen, dann kommen wir durch die Minen. Wenn wir nach links gehen, dann könnten wir durch das Dorf gehen und die Minen vermeiden. Ah, habe ich schon erwähnt, wie wunderschön die Landschaft ist. Den hat's böse erwischt. Au! Sie sind zu den Höhlen gerannt. Ja. Also entweder könnten wir den See überqueren oder bin bis jetzt immer ja blöderweise durch das Ding da gegangen.
Aber ich muss auch gucken, wieso, weshalb, warum. Und zwar, ich muss hier hoch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das durch die Höhlen führt oder nicht. Wenn ich über den See schwimme und dann von dort aus hier hochlaufe, es geht, glaube ich, auch. Weil die Höhlen sind wirklich nicht wö. Naja. Erstens dunkel, nicht interessant. Zweitens findet man dort ziemlich viele böse Monster. So, ich hoffe, ich gehe richtig. Hier kommt man tatsächlich gut lang. Was jetzt mit Folan ist, ist mir scheißegal. Der taucht irgendwann eh wieder hinter mir auf. Vielleicht ist er erst aber schon hinter mir. Nein, naja. Zumindest jetzt taucht er gleich hinter mir auf. Wenn ich in das Haus reingehe. Ihr Götter, das sind fast 20, aber kein Chalmar. Muss weitersuchen. Er ist hier vorbeigekommen, ganz sicher. Oh ja, erstmal schnell speichern. Was? Doch, ich kann jetzt speichern. Lass mich doch speichern. Danke. Ich hasse diese Viecher. Ah, die Viecher sind so widerlich. Zeig mir die Vorratskammer, dann zeig ich dir die Mäuse. Nein, es geht hier nicht durch. So, hier scheint ja ziemlich viel wieder rumzuliegen. Florin, Orin. Florin, 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 Florin. So. Warum wollte ich hier unbedingt hoch? Das werde ich euch gleich zeigen. Garantiert nicht wegen dem Zeug, was ich hier aufgesammelt habe, sondern wegen was ganz anderem. Nämlich hier ist die Schmiede für Meisterschmiedewerkzeug, dass man später, oh, Stufe 26, ich versuch's trotzdem gegen den Herrn. Oh. Aua. Wenn ich ganz geschickt bin, besiege ich ihn. Besiegt man einen übermächtigen Gegner. Ein bisschen Talent. So, hier ist nämlich das erstklassige Schmiedewerkzeug, das man für eine Quest braucht, die ich noch gar nicht angenommen habe.
Und natürlich ein wunderbares neues Schwert habe ich dazu bekommen. 29 plus Dight One nennt sich das. Ist das nicht schick? So. Dann gehen wir mal Richtung... Ja! Holy crap, war das knapp. In Anführungszeichen. War nämlich extrem scheiße knapp, ihr habt's gesehen. Ich stand wahrscheinlich mit einem Fuß schon im Abgrund. Blut. Übrigens, der Elfenturm, den ich euch auch in der letzten Folge gezeigt habe, hat eine ziemlich große, starke Schlüsselrolle am Ende des Spiels. Werdet ihr dann auch sehen. Oh, fast da.